So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Forza Horizon 3. Heute im, man kann es natürlich schon erkennen, ein Pagani, zwar ein sehr besonderer, nämlich der Sonder-Cinque. Eines der stärksten Sondermodelle, die gebaut wurden. Besonders nämlich der Vorgänger vom Pagani Huayra oder Huel, wie Jeremy Clarkson sagen würde. Ein sehr, sehr schnelles und auch sehr, sehr leichtes Auto von Pagani aus Italien. Der hat einen 7,3 Liter V12 Saugmotor. Im Auftrag von Mercedes. Der Pagani hat Mercedes den Auftrag gegeben, den Motor für diesen Wagen zu entwickeln. Mit bestimmten Anforderungen. Wir haben es geschafft. Und hat ein 7,3 Liter Triebwerk. Es ist einfach wieder mal mega riesig. Nicht so groß wie der Viper-Motor aus der letzten Folge, aber trotzdem noch sehr, sehr riesig. Und dabei wiegt der Wagen trotzdem nur 1300 Kilo. Dank dem Einsatz von Carbon, was man auch schon jetzt hier sehen kann. Sehr viel Carbon vor allen Dingen. Und trotzdem ist der Wagen wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Noch sehr besonders. So, wir tun den mal kurz. Ich habe diese Folge wie beim Challenger jetzt zum zweiten Mal aufgenommen. Zumindest teilweise. Denn ich habe vergessen, vorne aufnehmen zu drücken. Idiot. Naja, so. Der Motor geht ein bisschen was. Es gehen ja noch die Drosselklappen. Bringt nur 5 kW, aber immerhin. So, dann natürlich bei den Wagen Rennbremsen gehen nicht. War auch zu erwarten, aber da geht noch ein bisschen tiefer. Oh, ein bisschen viel tiefer. Was natürlich mir sehr, sehr gut gefällt. Dann, der Wagen geht noch leichter. Ja, gut 1,3 Tonnen hat er vorher gewogen. Jetzt wiegt er noch rund 1,2 oder 1171 Kilo. Das ist echt nichts. Also, die Leichtbau wird da wirklich groß geschrieben bei Pagani. Was ich auch gut finde. Weil mehr Gewicht macht den Wagen langsamer. Das will eigentlich niemand. Die Reifen gehen breiter hinten von 3,35er auf 3,55er. Ja, auch an den Fahrern. Vorne von eigentlich wirklich, muss ich sagen, ziemlich süßen 2,55er auf einmal 2,75er. Rennreifen machen wir nicht. Serienfelgen lassen wir aber nochmal eine nochmal größer. Vorne auf 20 Zöller und hinten auf 21 Zöller. Schon fett, ne? Hier geht vorne eine Stoßstange von Forza, die, naja, braucht man nicht. Bell-Umbauten könnten auf Allrad umbauen, denke ich mal. Jep. Machen wir natürlich nicht. Und da könnten ein Twin-Turbo reinklatschen. Würde viel mehr Leistung bringen, machen wir allerdings auch nicht. Der bleibt so, wie er ist. Das gleiche trifft auch auf die Farbe zu, den lassen wir auch so. So. Den geht's auch schon nach draußen in die freie Wildbahn. Wo der Wagen zu Hause ist. Und wo er sich mit seinen Kontrahenten messen kann. Der ist auch schön hier auch hinten mit den vier Auspuffrohren. Was sehr Besonderes. Kenne ich auch nur so bei Pagani diese Anordnung. Sowohl beim Sander, Entschuldigung, als auch beim Huayra. Sieht schon böse aus, ne? Aber ich fahre mal kurz ein bisschen vor. Diesmal in die Richtung. So. Jetzt folgt ein kurzer Soundcheck. Ja, fällt euch das? Ja, auf jeden Fall. Geht auch gar nicht mal so niedrig, ne? Ah. 7,5, 7600. Ist nicht verkehrt. So. Allerdings hat der Wagen hier sowohl in Forza 6 als auch in Horizon 2 als auch in Horizon 3, glaube ich auch. Das Problem, dass der Topspeed durch das Getriebe leider ein wenig begrenzt ist. Der wurde auch von Pagani angegeben mit 350 km/h, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Das schafft der Wagen auch, aber das Getriebe ist hier bei ca. 330 oder 340 Schluss. Deswegen das alles hier noch ein wenig länger. Wer jetzt gedacht. Aber erstmal kommt der Wagen natürlich auch wieder ein wenig tiefer. Auch wenn er schon mega tief liegt. Alter, ne? 7,5 cm. Das ist halt eine Faust, wenn überhaupt. So, die Aerodynamik geht einzustellen.
Wir, das ist die Frage, ne? Wir gehen mal auf 140 Kilo. Ein kleines bisschen mehr. Sturz, ein bisschen weniger hätte ich gern. Aber Besetzung, die ist natürlich auch nicht gerade unwichtig jetzt. Wir gehen erstmal so. Also vorher so 3,30, 3,35 und jetzt fahren wir ja schon mal 3,56. Ja, es wird aber mehr, mein Freund, ne? Also da waren schon echt guten Topspeed, trotzdem Spoiler auch. Alter, 73, ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, 3,72, also viel mehr geht aber nicht. Also ich meine, es ist ja auch, ist genug. Also beschweren kann ich mich jetzt hier auf jeden Fall nicht. So, das hier noch ein bisschen länger. So, sollte erstmal passen. So. Das ist geil. Ach, der steht doch an der Wagen. Alter. Mal wieder bei 220. Wieder schnell. Das haben wir runterschalten, ne? Aber der Audi ist auch geil. Ja, auch wirklich viel Grip. Im ersten Gang klar, beim zweiten Gang, da muckt er gar nicht mehr rum. Alter. Der schiebt. Komm, jetzt schon wieder 300 oder so, ich weiß gar nicht. Oh ja. Alter, aber der fünfte darf nicht ganz so lang sein. Lieber am sechsten dafür mehr Hardgas geben. Das kann auch gerne noch ein wenig länger. So. Jetzt sollte es eigentlich schon ein wenig mehr passen. So, warte mal. Ja, so 210. Bremsen, ne? Das ging mega schnell. Wir gucken mal kurz, wie viele Meter das sind aus, nein, nicht zum Festival. Aus 60 und 100 Meilen. Aus 60 Meilen braucht der Kollege hier gerade mal 34,1 Meter. Das ist echt nicht so viel. Und aus 100 Meilen nur 80,8 Meter. Das geht auch für klar, Kehrbeschleunigung, auch super Werte. Sind auch relativ hoch. Naja. Da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum schöneren Teil in der Folge, dem Fahren oder Rennen fahren. Ist die Frage, auf welcher Strecke denn das Ganze? Ja, Skyline-Ausblick. Wollen wir kein Skyline fahren? Wäre zwar schlecht. Wir können natürlich auch die hier nehmen. Oder? Ja, die ist echt gut, oder? Wir mal die hier. Im vierten Gang. Ich schaffe das auch ganz gut anfahren. Alle Vorgänge. So. Naja, brauchen wir ein bisschen. Bis auf Touren kommt. Mach ich einer. Gerne doch. Das hört sich geil an. Das hört sich geil an. Ja, ich könnte noch ein bisschen mehr Leistung vertragen, aber nicht jetzt durch Turbo. Nur noch so 30-40 kW mehr wäre noch, glaube ich, ganz gut. Aber erstens, der Turbo bringt viel zu viel und zweitens, da habe ich kein Turbo drauf für den Wagen. Das macht man nicht. Der braucht keine Turbos. Die ist auch so richtig geil. Oh, ich bin ein bisschen abbiegen. Das habe ich gewusst. Ja, Beschleunigung läuft auf jeden Fall. Warte mal kurz. Hast du noch ein bisschen kürzer so? So. Immer hier
Ist die Arcway Mirus? Mein Englisch ist sehr gut, ich weiß. Wir stellen mal selber eine. Der ist hier Modern Supercars. Soll ich dann hier auch? Wir nehmen mal 4 Runden. Wir machen mal sogar 5. Wir nehmen mal einen Nachmittag. Bedeckt. Komm. Sollte passen. Und 5 Runden sollten eigentlich auch ausreichen, um ganz gut bei dem Rennen abzuschneiden. Ob ich Erster werden kann, ist eine gute Frage, je nachdem, wie gut die Konkurrenz ist. Oder wie ich mich anstelle in dem Wagen. Ich denke, er ist in der Klasse ziemlich gut platziert hier. Ist auch ein starker Gegner für die anderen. Aber ich fahre noch sehr gute Autos mit. Ja, ein MC12, ey, ist klar. Soll ich mir hier richtig dick auftreten? Wir gucken mal, was dann alles so mitfährt. Ein MC12, ein Gallardo Superleggera 488, 458, Huracan, LSX, FF, GTA Spano, quasi auch mit dem Viper-Motor. Ein 458 Speciale, ein Ford GT und ein GTR Horizon Edition. Oh ja. Ist schon ziemlich nette Konkurrenz, muss man ja mal sagen. Das war nicht so geil. Beim zweiten Bleiben war, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Kurvenlage ist super. Danke. Hallo. Einige Ferrari, ey. Jetzt finde ich ziemlich geil. Und auch gerade ein wenig eingewöhnt. Was macht ihr denn da, Leute? Hält sich schon ziemlich gut. Wenn ich nicht so scheiße sein würde. Komm, mal weg hier. Ja, war eigentlich ein bisschen besser in der ersten Runde. 5 Runden ist aber auch genug Zeit eigentlich. Das war ein bisschen spät. Wow. Das scheint mir jetzt quasi nichts gebracht. Was ist da vor mir? 80, naja. Chromlage. Da zieht er den kürzeren. So, der muss halt zurückstechen. Wäre zumindest sinnvoll gewesen. Ja, du musst die KI nicht immer, aber schon teilweise sind echt fragwürdige Momente, wo man sich denkt, wer hat diesen Schnulli eigentlich programmiert? Was mach ich denn da eigentlich gerade? Ein Dritter, ey. Bin mega schlecht gefahren. Komm! Ja? Die Kurve geht immer besser, habe ich das Gefühl. Da vorne ist noch ein NSX, kann das sein? Das richtig gesehen. Was soll ich da Maserati? So, zweiter. Ich kann jede Runde hier einen Platz gut machen. Ja, das war gut. Ich wieder unten aber echt in Ordnung. Ein Huracan, oder? Was ist denn das da vorne? Ja. Ich fand das aber nicht. Ne, den Gallardo. Idiot. Gab es bei der Gera. Ja gut, Allrad, ne? Ist doch nicht gerade schlecht bei dem Wagen, glaube ich.
erste italienische Meisterwerk, würde ich sogar sagen. Meine sogar noch ein bisschen mehr. So. Ah. Das hat niemand gesehen. Der Fahrer merkt, ihr fahr lieber auf der Strecke. Das bringt in den meisten Fällen mehr. Alter, war mega knapp, aber hat leider nicht gereicht. Hat auch verdient gewonnen. Ich werde quasi Strafe dafür erhalten. Obwohl meine Rundenzeit deutlich besser war. Mit 42,3, nicht schlecht. Der Kurs ist aber letzter. Ist irgendwie bitter, ne? Boah, ja, war nett. Ich war der auf, ja, also der erste Platz wäre nicht verdient gewesen. Deswegen auch zu Recht nicht erster geworden. Aber zwar das auch in Ordnung. Meine Vorhinein war der Gallardo, wow. Ist auch schon ein ziemlich gerades Teil. Weil sich auch das mit Lamborghini-Motor sind hier im Spiel ziemlich schnell. Egal ob vor 10 oder vor 12. Also die können hier schon ordentlich was. So, noch ein Rundstreckenrennen oder Sprintrennen? Ist die Frage. Hätte wieder nochmal Bock auf Rundstrecke. Ist die Frage, welches? Können wir die nehmen? Ist ja nicht weit. Können wir auch schon hinfahren. Das haben wir echt mega geil. Aber die Kurvenlage, die ist manchmal in den Kurven so, ja, richtig gut, aber in anderen auch so richtig Porno. Das ist einfach geil. Ich bin mir auch zu Recht in Forza Horizon 3 für diese Folge aufgehoben. Oder fürs Let's Play. Bin vorher noch nie gefahren. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht bereut. Alter, der Kurvenspeed hier ist auch geil. Mariana. Zack. Oh Gott. Ich mal langsam fahren. In die Kurve. Ah, ist das schön. Ja, es war sehr schön. Es war voll Crash mit der KI gehabt. Anna, halt die Schnauze. Du kannst mir die Route gern anzeigen. Ja, rechts halten, auf jeden Fall. Soll geradeaus weiterfahren. Sie können die Route auf der Karte allerdings gerne anzeigen, aber die kann auch gerne ihre Fresse halten. Was haben wir hier? Ich würde sagen, wir nehmen nochmal 5 Runden. Weil wir es können. Aber ich es kann. Frühe Nacht. Nein, wir nehmen mal Sonnenaufgang. In der Nacht wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Ja, logischerweise ziemlich dunkel gewesen. Morgen geht es ja noch. Wird ja vor allen Dingen im Rennen wieder heller. So. Nichts. Tja. So sieht's aus. Und wieder denke ich mal, so die gleichen Autos, die dabei sind. Ich guck noch mal kurz. Ist hier jetzt noch ein Sonder mit? Alter R8 fährt mit. 360 Challenge Stradale von Ferrari, der Reventon fährt mit. Naja, trotzdem nicht gerade weniger schlechte Autos. Stopper, naja. Warte, ich kann noch ein Foto machen. What? Das ist ja wohl ein seltenes Erlebnis. Von GTA Spado? Achso, eine Duracell Edition. Ach, dafür steht das DE. Achso. Den gab es ja beim letzten Cup. Wie hieß das nochmal? Na, das war auch der, wo es auch den Taum oder. Oh, wie hieß denn das? Ja, wo der Jaguar dabei war. Das Playground Cup ist das, glaube ich, ne? Wo auch die ZL1 dabei war. Gibt es ja den Wagen hier in der Duracell Edition. Mit dieser Lackierung. Als kostenlosen Wagen. Für alle. Auch die, die das Comeback nicht haben. Stimmt. Das macht Sinn. Ey, wir sind bei 500 Autos, ne? Ja, shit. Weg hier, Ferrari.
super gebremst. So, Platz gelassen. Das zweite Gang geht da super raus zu beschleunigen. Richtig geil. So, komm. Zieh. Hier suche ich meine Vorteile in dieser Kurve hier. In der Kurvenkombination. Ja, hier geht ja das Bahnhof. Gut, ein bisschen Gras, aber trotzdem. Dann fährt sich echt geil. Das ist auch nicht gerade günstig, das Ding. Das ist, glaube ich, eine Mille oder 1,2. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich denke mal irgendwas zwischen 1 und 1,5 Millionen wird er kosten hier im Spiel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mein Gott. Das Geld ist ja relativ schnell erspielt. Und der ist auch nicht, weiß ich, 20 Stunden oder so, bis man den Wagen sich kaufen kann. Oder am besten mal im Auktionshaus gucken. Sind eigentlich alle Autos immer günstiger zu haben. Wenn sie gerade angeboten werden überhaupt. Okay, Acura. Mein Gott, ey. Warte mal, nee. Ja, so. Hier reicht. Warte, halt. Gib doch mal Gas hier. Das war nicht so gut. Ich kann auch nicht so gut fahren irgendwie. Da ist ja eine Blamage hier. Noch. Ja. Vor allem ist, glaube ich, der R8. Kann ich aber auch verguckt haben. So. Ne, das war zu früh. Das war genau richtig. Der Kurve ist auch böse, ne? Mit seinem Allrad-Hybrid-System ist eine Kurve natürlich schon echt gut. Vor allem auch in so langsamen Kurven. Wo ich mit dem Pagani ja noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ja, Forza, wow. Oh Gott, ey. Furchtbar. Anakura, geh weg. An R8. Hab ich da nicht verguckt. Die 88. Sorry, jetzt muss so sein. Wieder zwei Plätze vorgekämpft. Und vorgecheatet. Ey! Alter! Guck mal, wie der drängelt! Ist auch nicht besser als ich. Guck mal, da in der Kurve, ne? Da war kein Platz. Dritten raus. Ja, das geht. Ne, Rundzeit auch nicht verwendet. What? Stand ich gerade als Rundenzeit unten vom Rundenwechsel 56 irgendwas? Hä? Da ist doch kein Platz, mein Freund. Alter. Guck dich den mal an. Wo? Ferrari, ne? Ach komm, Forza, ne? Das ist ja. Aber da war doch kein Platz, Ferrari. Ich muss zugeben, ich bin auch immer nicht besser, aber trotzdem. Der V10 vom R8, ne? Ist ja geil. Meine Güte. Ich muss mich hier gerade konzentrieren, deswegen rede ich auch ganz schön viel Scheiße diese Folge. An sich jede Folge eigentlich. In dieser Folge besonders viel. Noch eine Runde. Als zweiter, den könnte ich noch kriegen, den ersten glaube ich aber nicht mehr. Denke ich mal wieder der Huracan oder halt mein Gallardo.
Nein, das war verbremst. Ein wenig. Aber nicht viel. Deswegen nochmal verbremsen, weil es so schön war. Ja. Ja, der zweite, den krieg ich nicht mehr. Diese Folge leider kein Sieg für mich. NC12, aha. Furchtbar, ey. Also mein Fahrverhalten in dieser Folge war der Wagen nicht. Ich fände es eigentlich richtig super. Hat aber dieses Mal leider nicht gereicht. Rundzeit war auch mega scheiße. Ach, da geht der Spano. Ja, wow. Von mir nach der Sonne, okay. Aber ich meine, der GTA Spano muss man einfach zugeben. Der hat über 900 PS. Deswegen, der ist hier deutlich überlegen, allen anderen. Der hat viel zu viel Leistung. Die ein bisschen deplatziert eigentlich. Zumindest als Serienwagen. Ich meine, getuned kann man natürlich alles ändern, aber ist als Serienwagen auf jeden Fall deplatziert in der Klasse. Der hat einfach zu viel Leistung. Ich meine, Leistung ist nicht alles, aber trotzdem, der hat einfach zu viel Leistung. Weil die Spanne bei der Supercars ist echt groß. Bei dem Ferrari 360, der hat, glaube ich, nicht mal 5, der hat für sich 400. Das hat, glaube ich, 300 irgendwas kW, weiß gar nicht. Der hat 410 PS oder so, der hat schon Standard, oder 420. Einfach, denn dann geht das Bahn über 900. Ich meine, da ist die Spanne echt groß. Ich meine, der hat teilweise mehr PS als ein Hypercar. Naja, gut, sagen wir mal, so lassen, wie es ist. Rundzeit war ziemlich scheiße. Fand ich zumindest. Aber kann man auch nichts machen. Hätte man sich besser konzentrieren sollen. Und mehr anstrengen sollen. Weil letztendlich würde ich gut zu fahren, da aber noch. Würde ich auch. Alter. Das ist eigentlich der Wurm so bei mir. Ich hätte nur Scheiße den ganzen Tag, aber noch ein Wheelspin. Aber halt wirklich gleichzeitig wirklich gut zu fahren und dennoch sich dabei wirklich sinnvolles Zeug zu labern, ist ja halt nicht so einfach. Ich bin im BAC Mono, habe ich glaube ich schon. Genau, wir verkaufen ihn mal für 80.000. Nehme ich lieber. Wagen ist exzellent, ich heute definitiv nicht. Da wird schon in anderen Folgen wirklich besser gefahren. Aber gut. Was ist nicht mehr ein Tag? Weiß ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Mein dritter ist ja auch noch, ein zweiter aber auch noch in Ordnung. Ich meine, so ist ja nicht. Habe ich nicht komplett verkackt, aber wäre auch mehr drin gewesen, das auf jeden Fall. Also zwei Siege wären auch drin gewesen. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Heute leider nicht, ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit neuen coolen Autos oder einem neuen coolen Auto. Dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.